Der ADAC begrüßte Teilnehmer und Zuschauer wieder auf der traditionellen Rennstrecke in Berlin-Grünau zum mittlerweile 20. Motorbootrennen. Es war schön, aber richtig kalt Ende September. Es war auch ein Abschied einer langen Ära. Rennleiter Peter Fehlberg organisierte sein letztes offizielles Rennen. Damit geht in Berlin eine über 20-jährige Tradition zu Ende. Er hat viele Fahrer kommen und gehen sehen. Seine Nachfolge wird Jörg Schmidt antreten. In 5 Bootsklassen wird gefahren. 2 Weltmeisterschaften bei den F500 und den GT30 stehen zur Entscheidung an. Ebenso der EM-Titel bei der historischen R1000. Um Punkte geht es beim vorletzten Lauf zum ADAC Motorboot Cup und den ADAC Motorboot Masters. Fangen wir mit der WM der Klasse F500 an. Rennboote, wie man sie von früher kennt, sägend laut und pfeilschnell. Die schnellsten Boote hier an diesem Wochenende. 3 Fahrer können noch Weltmeister werden und sie sind nur 4 Punkte voneinander getrennt. Der Ungar Attila Havas, für Österreich startend Robert Hensch aus Ungarn und der Slowake Marian Jung. Jung fing gut an, gewann das erste Rennen vor Havas und Hensch, einziger deutscher Starter in der Klasse, Holger Kluge aus Berlin. Holger Kluge, wie lief denn das Wochenende bisher in der Formel 500 Weltmeisterschaft? Also das Wochenende lief für uns richtig bescheiden bisher. Wir hatten mit dem ersten Motor einen Kurbelwellenschaden gestern im freien Training, im Zeittraining einen Kolbenklemmer und im ersten Lauf einen Ausfall. Aber wir hoffen jetzt mit Lauf 2 und 3 auf den Nachmittag noch ein vernünftiges Gesamtergebnis hier zustande zu bringen heute. Mal in kurzen Worten das Boot beschreiben, PS, Kubik, Geschwindigkeit. Das Boot wiegt 210 Kilo, 180 PS, 500 Kubik, dreht etwa 13.000 Umdrehungen, 13.800 Umdrehungen in der Spitze. Und hier in Grünau, denke ich mal, bei dem langen Kurs werden Top-Speed-Zeiten, Top-Geschwindigkeiten von 160 erreicht. Auch im zweiten Lauf übernahm Jung mit der 86 gleich die Spitze. Die beiden Verfolger gleich dahinter. Hensch mit dem rot-grünen Boot verlor zwischenzeitlich den Anschluss, kämpfte aber voll motiviert weiter. So blieb es erstmal einige Runden. Hensch schaffte es tatsächlich noch im Laufe des Rennens Havas zu überholen und wurde Zweiter. Für Holger Kluge blieb es ein durchwachsenes Wochenende, nur Platz 14 und Platz 11 in den beiden letzten Rennen. Der dritte Lauf musste die Entscheidung bringen. Jung startete wieder gut und wenn er auch diesen Lauf gewinnen würde, wäre er von Platz 3 auf 1 in der Gesamtwertung vorgeprescht und Weltmeister. Robert Hensch hatte sich damit noch nicht abgefunden. Und dann nur einmal weggeschaut. Marian Jung fiel in der letzten Runde aus und musste zuschauen, wie Robert Hensch dadurch Weltmeister wurde. Zweiter bei der WM dann Attila Havas, der dritte Platz blieb für Marian Jung, der bis zur vorletzten Runde wie ein Weltmeister ausgesehen hatte. Weiter geht es mit dem ADAC Motorboot Cup, der Nachwuchsserie des ADAC. Diese Katamarane haben 30 PS Motore und fahren in der Spitze ca. 95 Stundenkilometer.
Im Sprintrennen am Samstag hatte sich Kim Lauscher vorne mit der 22 einen Bojenabschuss geleistet und wurde damit nach hinten gesetzt. Wichtige Punkte für die Aufholjagd des Vorjahresmeisters auf Kevin Köpke, die 15, wurden damit verschenkt. Sascha Schäfer mit der 17 vom Motorjachtclub Preußen war hier auf Abwägen und ging auf Tauchstation. Keine Angst, nichts passiert. In weniger als 60 Sekunden waren die Retter vor Ort. Aber auf dieses eiskalte Bad hätte er liebend gerne verzichtet. So gab es einen Neustart mit zwei Booten weniger. Kim gleich wieder vorne. Um den zweiten Platz schlugen sich Kevin im roten Boot und der Rookie des Jahres Maximilian Stilz. Das erste Rennen am Samstag gewann Kim Lauscher vor Kevin Köpke und Maximilian Stilz. Zum dritten Rennen waren es wieder 6 Boote. Sascha Schäfer, der mit dem Überschlag, hatte sein Boot rechtzeitig zu diesem Start fertig bekommen. Wieder zog Kim Lauscher davon, die anderen reihten sich ein. Bis auf Sascha. Dem Motor war es zwar zu kalt geworden, so dümpelte er fast auf der Strecke. Quasi Logenplatz mit bester Sicht. Das Feld zog erstmal in der Reihenfolge Lauscher, Köpke, Stilz seine Runden. Aber der Rookie Maximilian Stilz wollte noch mehr. Nach dem Sieg am Samstag im Sprintrennen war der Appetit gewachsen und er nahm Kevin Köpke immer mehr ab und zog letztendlich dann vorbei. In der Meisterschaft führt weiter Kevin Köpke vor Kim Lauscher und Maximilian Stilz. Es gab einmal den Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. So könnte man auch über die GT30 sprechen. Eine Nachwuchsklasse, die ab 14 Jahren gefahren werden kann. Diese WM wird nur an diesem einen Wochenende in Grünau in 4 Rennen ausgefahren. Die extrem wendigen Einrumpfboote wiegen mit Fahrer 250 Kilogramm, haben einen 30 PS Motor und ein offenes Cockpit, damit man dann die Flüge bei 80 km/h einfach noch intensiver genießen kann. Einziger Deutscher im Feld, Matthias Komm. Tobias, du fährst in der GT30. Wie lief es bisher? Ja gut, die Verhältnisse vom Wasser sind sehr rau. Wir haben insgesamt 16 Starter jetzt gerade und dadurch, dass einfach wir einen größeren Wellenschlag verursachen, ist natürlich jetzt hier Materialversagen an der Tagesordnung. Dementsprechend versuche ich mich ganz gut durchzuschlagen und habe bis jetzt mäßigen Erfolg gehabt, den 10. Platz. Wir haben viel einstecken müssen, wir hatten den Lenkbügel, das ist komplett verzogen gewesen. Die Schaltung ist abgerissen, also heißt, wir mussten viel reparieren, aber haben noch alles Gott sei Dank hingekriegt, dass wir zum zweiten Lauf alles repariert haben. Tobias, du hast mir vorhin erzählt, dass du mit dem Boot 60 Kilo schwerer bist als die anderen. Warum eigentlich? Dadurch, dass die Boote aus einer alten Klasse stammen, aus Deutschland, und generell massiver gebaut wurden, haben wir leider zu viel Gewicht. Dementsprechend wirkt sich auf die Beschleunigung, auf die Endgeschwindigkeit und auf den Start natürlich aus. Matthias Agnur, liegt da. Es war die Klasse mit den meisten Booten am Wochenende. Stark vertreten sind die Finnen, die Esten und die Niederländer. Es war das Duell von Turka Leitonen aus Finnland, die 77, und Jüri Jol aus Estland, die Nummer 11. Jeder gewann zweimal und wurde zweimal Zweiter. Alle anderen waren an diesem Wochenende nur Statisten. We'll be right back.
Die enge Wende bei Start und Ziel war immer wieder Schauplatz von interessanten Szenen. Wie hier zum Beispiel die 21 eine Abkürzung sucht. Oder die Boje einfach mal aufgespießt wird, weil sie im Weg ist. Es sind eher spartanische Nussschalen, wie man hier am Boot von Juri Juhl sieht. Der vierte Lauf muss neu gestartet werden, da es einen kleinen Unfall gab, aber nichts passiert. Die zahlreichen kleinen Unfälle sorgten allerdings für eine gehörige Verzögerung im Zeitplan des Veranstalters. Durch die vielen Boote im Rennen gab es auch viel mehr kleine Wellen. Wer vorne fährt, hat also das ruhigere Wasser. Diese vielen kleinen Wellen sind ebenfalls ein Grund für die spektakulären Szenen bei den GT30-Rennen. Tobias Komm aus Deutschland konnte das Übergewicht seines Bootes nicht durch Kampf wettmachen und wurde am Ende 12. in der WM. Die Argusaugen der vielen Sportwarte sorgten für die Regeleinhaltung. Aufgrund der gleichen Anzahl von Siegen und zweiten Plätzen musste in dieser Weltmeisterschaft der schnellste Lauf herangezogen werden. Diesen hatte Juri Juhl. Lehtonen damit also Zweiter, dahinter der Pole Marcin Cimcik. Die Startnummer 11, Juri Juhl! Gegen G30.